Hallo zusammen, herzlich willkommen hier wieder zurück zu Blood and Wine. Wir sind in The Witcher 3 unterwegs natürlich, wie man es unschwer erkennt. In unserer neuen Rüstung übrigens. Ja, wir sind jetzt bei Regis. Letzte Folge hatten wir ja so ein bisschen die Gräber noch gelesen. Ich kann mich da noch an Silvo erinnern. Oder Silva? Silva, der mit Raum und Zeit? Da waren ein paar lustige Sachen mit bei, auf jeden Fall hatte ich es versprochen. Verabredet mit einem Vampir auf einem Friedhof. Noch mehr Klischee geht nicht. Nein, wohl nicht. Du hättest die Tür offen lassen können. Und meine Privatsphäre? Die ist mir wichtig. Ich mag es nicht, von ungebetenem Besuch belästigt zu werden. Außerdem wusste ich, dass du irgendwie reinfindest. Ganz recht. Ich muss deinen Freund finden. Ich hoffe, du bist bereit, mir zu helfen. Ich werde tun, was ich kann. Aber deine Wünsche und Absichten spielen kaum eine Rolle. Wichtig ist, was Detlef will. Wenn er nicht gefunden zu werden wünscht, dann findest du ihn nicht. Punkt. Komm schon, das muss doch möglich sein. Vampire können sinnliche Erfassung vermeiden. Und Weissagungsmagie funktioniert bei ihnen auch nicht. Das präziseste Megaskop wäre zwecklos. Und dies? Kann das helfen? Wo in aller Welt hast du denn das her? Eines der Opfer wurde in der Flussbiegung gefunden. Der Körper war zerteilt. Man fand drei Hände. Die Hand mit dem Ring kam mir seltsam deplatziert vor. Eine Bruxa hat sich dafür interessiert. Es ist zweifellos Detlefs Hand. Die wird prima funktionieren. Oh. Also Detlef, nochmal zur Erinnerung für alle. Detlef ist Regis ominöser Freund mit launischen Problemen, der die Opfer Tatsache umgebracht haben soll. Tja, Detlef hat aber so eigene Probleme. Jetzt versuchen die beiden wahrscheinlich dem irgendwie zu helfen, aber naja, also irgendwie einen Kompromiss zu finden. Und das ist also Detlefs Hand. Ist die Frage, wieso hat er sie verloren? Der Ring. Kannst du Detlef nicht herbeirufen? Wozu brauchst du die Hand? Ist wahrscheinlich selbsterklärend für irgendein Aufrufungszauber-Ritual-Ding. Der Ring. Der Ring ist interessant. Ich kenne das Metall nicht. Und die Verzierungen? Er stammt aus unserer Heimat, in der wir vor der Sphärenkonjunktion lebten. Er gehört mir. Ich erhielt ihn von einem guten, alten Freund. Du könntest ihn als Humanisten bezeichnen. Er sah uns Vampire als Gäste hier, die ihren Gastgebern, also Menschen und alten Völkern, Respekt schulden. Respekt? Also keine Behandlung wie Schlachtvieh? Genau. Und ich wiederum gab den Ring Detlef, um ihn an die Ideale meines alten Freundes zu erinnern. Aha. Das ist aber schon lange her, oder? Oh. Wozu brauchst du die... kannst du Detlef nicht herbeirufen? Kannst du Detlef nicht einfach herbeirufen? Ihr seid beide höhere Vampire, das muss doch möglich sein. Wenn ich ehrlich sein soll, es gibt wirklich eine Möglichkeit. Aber glaub mir, wir sollten sie nur dann nutzen, wenn uns keine andere Wahl bleibt. Als letzten Ausweg also? Und warum? Ach, es gibt ein Wesen, das die Autorität und Macht hat, Detlef herbeizurufen. Wann und wo es will. Aha. Aber dieses Wesen auch nur aufzusuchen, Kontakt aufzunehmen. Lieber hangelt man sich an einem morschen Seil über einen offenen Vulkan. Es wäre für mich und für dich der helle Wahnsinn. Ich bin nicht bereit, so ein Risiko einzugehen. Ich bitte dich, machen wir es so, wie ich sage. Das geht schneller und ist einfacher. Aha.
Der Regis wirkt immer so bürokratisch, ne? Die Hand. Was hast du damit vor? Du kennst gewiss die Theorie von Covinarius zum Gewebegedächtnis. Da klingelt was. Ich habe in der Alchemia Oblitera davon gelesen. Es gibt eine alte, zerlesene Ausgabe in Kermorhen. Wenn ich mich recht entsinne, konnte Covinarius das Gewebegedächtnis nie nachweisen. Doch, konnte er. Er konnte nur seine Ergebnisse nie veröffentlichen. Wir standen in Kontakt, nachdem wir Freunde geworden waren. Daher weiß ich, dass er seine Forschungen und erste Tests abgeschlossen hatte. Es ist kompliziert. Ohne in Einzelheiten zu gehen, es ist möglich, anhand von beliebigen Gewebeproben zu rekonstruieren, was dem ganzen Körper zugestoßen ist. Wie funktioniert das? Brauchen wir Spezialausrüstung? Wir müssen einen Absud brauen, für den Covinarius den poetischen Namen Resonanz fand. Der versetzt uns wie ein Narkotikum in Trance. Er löst Visionen von Ereignissen aus, die mit starken Emotionen desjenigen verbunden sind, dem das Gewebe gehört. Man träumt quasi einen Ausschnitt des Lebens eines anderen. Können wir vielleicht sehen, was Detlaff tat, bevor er die Hand verlor? So ist es. Ich hoffe allerdings, dass die Resonanz uns auch verrät, wo Detlaff sich verborgen hält. Das klingt total absurd. Ich komme da schon gar nicht mehr hinterher. Das Gewebe wird quasi in Erinnerungen aufgelöst. Aber warum muss ich denn dann so einen Trank trinken? Nur damit ich das denn sehe? Oh, mir schaudert das. Na komm, let's do this. Covinarius hat sein halbes Leben damit verbracht, seine Theorie zu beweisen. Es wird wohl nicht einfach sein, diesen Resonanzabsud herzustellen. Richtig geraten. Wir brauchen nicht nur Gewebe von Detlaff, sondern auch ein potentes Okzipitallappenstimulans. Also praktisch ein Gift, das empfänglich für Visionen macht. Tja, wir hätten da eine gewisse Auswahl. Leider ist alles recht selten. Da wären Blenderdrüsen, aber wir müssten mindestens nach Wysimar reisen. Speichel von Fleckenwichten geht auch, aber die sind seit über 100 Jahren ausgestorben. Und Koboldaugen wirken ebenfalls, aber Kobolde sind vernunftbegabt. Denen würde ich lieber keine Augen rausreißen müssen. Wir haben nicht die Zeit, um selbst auf die Suche zu gehen. Erlaube, dass ich uns Hilfe hole. Wie belesen Geralt immer ist, ne? Das ist Hammer. Für so einen praktischen Menschen eigentlich. Was war das? Ein Rabe. Nicht ungewöhnlich in diesen Breiten. Sehr intelligente Vögel. Ich bat ihn, nach den Kreaturen zu suchen, die du erwähntest. Ihn und seine Kollegen. Vielleicht finden sie in der Gegend etwas. Ich nehme an, ein Rabenschwarm ist fixer als ein einzelner Hexer. Ohne deine Fähigkeiten in Zweifel ziehen zu wollen. Dennoch werden sie eine Weile brauchen. Also, wie wär's mit einem Alraunenschnäpschen? Ja klar, immer her damit, Regis, alter Freund, Mensch. Zu einem Schnaps sage ich nicht nein. Leider ist das eher Wein als Schnaps geworden. Noch besser. Ich kenne deinen alraunen Schnaps. Der lässt einen Dinge sagen, die man besser für sich behalten hätte. Was in aller Welt sollte Geralt von Riva lieber für sich behalten wollen? Du willst mich wohl missverstehen? Ich möchte nicht reden. Doch, ist das Absicht? Soll ich irgendwas gestehen? Ich habe eine Menge Geheimnisse. Jeder hat Geheimnisse. Das meine ich auch. Außerdem glaube ich, dass es klug ist, hin und wieder sein Herz auszuschütten. Bei Leuten, denen man vertraut. Ist das deine verschrobene Art, mein Vertrauen zu testen? Ich frage gern indirekt. Das ist ein Intelligenztest. Du hast ihn bestanden. Ah, danke. Vielleicht solltest du anfangen. Was hast du für Geheimnisse? Schließlich führen Vampire doch ein faszinierendes Leben. Interessiert dich was Bestimmtes?
Oh ja, anscheinend eine Menge. Was hast du denn so getrieben? Wo warst du? Ich wüsste gern, was du getan hast, nachdem du auferstanden bist. Da war ich zunächst vollauf mit meiner Erholung beschäftigt, wie du dir vorstellen kannst. Ich bin immer noch nicht der Alte. Aber im ersten Jahr war ich so schwach, dass ich nicht gehen und stehen konnte. Detlaff ertrug meine Schwäche mit großer Geduld. Wäre er nicht gewesen, wäre ich jetzt nicht hier. Denn meine Regeneration hätte viel länger gedauert. Als ich endlich alleine stehen konnte, ging ich nach Brugge, in meine einstige Heimat Dillingen. Ich lebte das friedliche Leben eines Heilers und Chirurgen auf dem Lande. Ich genoss den Respekt meiner Nachbarn und tat eigentlich das genaue Gegenteil von dem, was Vampire nach landläufiger Meinung so machen. Brugge? Hat deine Auferstehung dich sentimental gemacht? Vielleicht ein wenig. Und du? Wo bist du gewesen? Hast du Cirilla gefunden? Damals schon. Und dann habe ich sie wieder verloren. Und als die Zeit reif war, kam sie zurück und wir besiegten gemeinsam die wilde Jagd. Oh, da habe ich ja wirklich was verpasst. Und ob. Aber wir reden ein andermal darüber. Jetzt wüsste ich gerne mehr von dir. Interessant, der Regis ist ein Chirurg gewesen. Wirklich ein ganz interessanter Vampir. Ich weiß nicht mehr, ich kriege diese Geschichte mit Regis nicht mehr ganz zusammen. Ich kann euch da leider auch nicht weiterhelfen, aber wir werden gleich mal seinen Charaktereintrag lesen. Vielleicht, oder ihr schreibt auch mal, wenn ihr wisst, Regis und so, schreibt's mir. Wie ist es so, tot zu sein? Blut, kein Blut zu trinken. Er trinkt kein Blut. Jetzt hast du ein neues Leben, einen neuen Körper. Ist das ein Neuanfang, eine leere Tafel? Ein Neuanfang ist eine komplexe Sache. Was genau meinst du? Zum Beispiel deinen Blutdurst. Erinnert dein Körper sich noch daran? Vielleicht würdest du jetzt nicht mehr süchtig danach, wenn du Blut trinken würdest. Alle Süchte sind Sklaverei. Ich bin nicht geneigt, mich diesem Risiko auszusetzen, nur um eine Hypothese zu physischer Regeneration und Stabilität von Neigungen zu testen. Schon gut. Ich war nur neugierig. Tut mir leid. Keine Sorge, Geralt. Neugier ist unter den Umständen eine natürliche Reaktion. Und eine Eigenschaft, die ich an dir stets geschätzt habe. Also wirklich, wie der sich auch verhält, wie er so spricht. Also total aristokratisch. Bin ganz verzaubert von dem Regis. Also ich hätte ihn nicht so eingeschätzt. Ja, doch schon, vielleicht. Wie ist es denn so, tot zu sein? Ich muss dir die Frage stellen, die sich jeder stellt. Was geschieht nach dem Tod? Ich soll dir sagen, ob der menschliche Glaube an Götter begründet ist? Das kann ich nicht. Wir Vampire sind komplett andere Wesen als ihr Menschen. Wir können ohne Form existieren. Wir brauchen kein Herz, kein Hirn und keinen Atem. Warst du dann tot? Nach menschlichem Verständnis des Begriffs, ja. Und hast du etwas gefühlt oder gedacht? Schwer zu erklären. Ich fühlte etwas sehr Unangenehmes. Ich kann es nicht mal benennen, weil ich nicht denken konnte. Erst nach meiner Auferstehung begann ich zu begreifen, dass es kalte, unvorstellbare Angst war, die ich gefühlt hatte. Wäre Detlaff nicht gewesen, wäre ich wohl im unendlichen eisigen Terror ertrunken. Dann kannst du nicht lebendig gewesen sein. Puh. Ein übles Erlebnis. Tja, wirklich. Es ist mit kaum etwas zu vergleichen. Aber wir sehen den Tod trotzdem anders als ihr. Ihr klammert euch ganz erstaunlich ans Leben. Dabei seid ihr sterblich. Die Sache ist schon ausgemacht. Der Tod ist euch gewiss. Es ist nur eine Frage der Zeit. Es ist schwer zu verstehen, warum ihr euch so abrackert. Ob man nun mit 20 stirbt, mit 40 oder 100... Das sind doch alles nur Augenblicke. Kommt auf den Standpunkt an. Wer 1 Million Kronen ausgeben kann, versteht jemanden nicht, der nur 20 Kronen hat. Wie wahr? Es hängt wirklich viel vom Standpunkt ab. Also wahrscheinlich war der Regis ja trotz dessen mal irgendwann menschlich. Und der muss jetzt
schon verdammt alt sein, ne? Wenn er von Augenblicken redet, wenn er über die Jahre spricht. Er muss schon richtig, richtig alt sein. Krass. Wie ist so eine Regeneration? Das Regenerationsvermögen von Vampiren hat mich schon immer fasziniert. Eine nachwachsende Hand ist eins, aber eine Auferstehung aus einem nassen Fleck. Es ist schwierig und aufwendig, aber doch möglich, wie meine Anwesenheit beweist. Aber wie ich hörte, hast auch du einiges erlebt. Angeblich hattest du das Gedächtnis verloren. Ja. Eine Weile. Es hat mir geholfen, mich zu erholen. Ich habe noch Glück gehabt, dass ich nur eine Amnesie hatte. Ja, ihr Menschen seid in dieser Hinsicht dumm dran. Dabei ist es so leicht, euch ums Leben zu bringen. Ihr habt mir da immer leid getan. Uns Vampiren ist viel schwieriger beizukommen. Wenn wir tatsächlich umgebracht werden, können wir mit Hilfe eines höheren Vampirs wieder auferstehen. Nur wenn wir von der Hand eines anderen Vampirs sterben, ist der Tod für immer und es gibt keine Auferstehung. Das ist einer der Gründe, warum höhere Vampire vor langer Zeit geschworen haben, nie gegeneinander zu kämpfen. Aha, das heißt, die ganzen Vampire, die wir auch mal im Laufe unseres Abenteuers gekillt haben, sind prinzipiell erstmal nur semi-tot, wenn man es so will. Weißt du was, wir reden später? Nein, hast du was Bestimmtes im Sinn, was du mich fragen willst? Also gut, du hast eine Frage frei. Was willst du wissen? Nur eine Frage an eine so faszinierende Persönlichkeit wie dich, Geralt? Welch grausamer Geiz. Ich tue mein Bestes. Wenn du sterben und auferstehen würdest wie ich, würdest du wieder Hexer werden? Ich wäre gern lieber jemand anders, ist falsch ausgedrückt. Ich denke, Geralt sehnt sich nach einem ruhigen Leben, in Abgeschiedenheit. Aber er hat, so wie wir jedenfalls, sein Leben als Hexer gut gemeistert, war ein guter Mensch. Und ich kenne Geralt auch so und er ist eigentlich ein guter... das ist schwierig. Ha. Weißt du, Regis, ich weiß nicht, ob ich zu was anderem tauge. Hast du es je versucht? Ich sehe, so leicht werde ich dich nicht los. Du willst eigentlich wissen, ob ich gerne Hexer bin. Und du fragst wie üblich nicht direkt. Ich bin gern auf der Jagd. Lese Spuren, finde Hinweise. Und ich mag die Spannung vor dem Kampf. Nichts setzt so viel Adrenalin frei wie ein Kampf gegen eine Bestie. Sogar an die Verachtung der Menschen habe ich mich gewöhnt. Ja, ich denke nicht oft drüber nach, aber ich bin gerne Hexer. Vielen Dank für deine Ehrlichkeit. Sie ist eine Eigenschaft der wahrhaft Mutigen. Und daher das Privileg nur weniger. Immer noch keine Spur von deinem gefiederten Freund. Hat er dich auch bestimmt verstanden? Todsicher. Warten wir noch eine Weile. Er kommt bestimmt bald zurück. Geralt hat das so schön ausgedrückt, besser konnte man das jetzt gar nicht sagen. Immer wachsam, sogar im Schlaf. Fast wie ein Vampir. Ob sie euch bei der Kräuterprobe wohl ein paar unserer Gene unterjubeln? Nicht, dass ich wüsste. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank für die Blumen. Was gibt's Neues? Du hattest recht. Meilenweit keine Kobolde und keine Blender. War klar. Darf ich ausreden? Es gibt einen Fleckenwicht in einem verlassenen Anwesen im Karoberta-Wald. Unmöglich. Meinesgleichen haben sämtliche Fleckenwichte ausgerottet, bevor ich geboren wurde. Dann musst du wohl deine Ansichten über Fleckenwichte korrigieren. Dieser hat jedenfalls den Hexerfeldzug überlebt.
Ich glaube, ich kenne das Haus, in dem er sich eingenistet hat. Die Leute halten es für verflucht. Vielleicht konnte er deswegen ungestört dort hausen. Ein verfluchtes Haus. Ja, bitte doch. Gerne, ich freue mich schon wieder drauf, die Laterne rauszuholen. Das wäre doch was richtig Tolles. Was weißt du denn über diesen Wicht? Was ist das? Wichte wohnen selten in Wäldern. Erst recht nicht in verlassenen Häusern. Sie bewohnen die entlegene Wildnis, alte Friedhöfe. Worauf willst du hinaus? Vielleicht ist es gar kein Fleckenwicht. Dein gefiederter Freund könnte sich geirrt haben. Das möchte ich bezweifeln. Raben sind hochintelligente Kreaturen mit hervorragender Beobachtungsgabe. Und was genau haben sie beobachtet? Das Gebiet und das Anwesen ist voller Löffel. Löffel? Was? Erspar mir das skeptische Grinsen. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Vielleicht hortet dieser Fleckenwicht Schätze. Oder die Löffel haben etwas mit dem Fluch zu tun. Löffel? Wie jetzt? Okay, wie war denn das mit dem Fluch? Weißt du noch mehr über den Fluch? Ich erinnere mich kaum. Mich interessieren solche Sachen nicht sehr. Er wurde mir gegenüber eher als Anekdote erwähnt. Komm schon, streng dich an. Alles könnte wichtig sein. Irgendwie ging es um Hunger. Oder Gier? Raublust. Jemand wurde bestraft. Das wäre die Lehrbuchdefinition eines Fluchs. Tut mir leid, Geralt. Ich belaste mein Gedächtnis nun mal nicht mit den Details jeder x-beliebigen Geschichte, die ich höre. Was denkst du? Ein Vertreter einer längst ausgestorbenen Rasse und ein Fluch am selben Ort. Zufall oder stehen sie in Zusammenhang? Ah, professionelle Neugier. Ich habe nichts dagegen, dass du diese Frage untersuchst, aber denk bitte dran, dass wir nur etwas Speichel vom Wicht brauchen. Sonst nichts. Nur Speichel? Das klingt vorhin eher wie so ein Gehirnstück, ne? So ein Orbitallappen hast du nicht gesehen. Ich dachte schon, wir müssen das Vieh komplett auseinandernehmen. Na gut, dann pack deine Sachen, dann laufen wir da jetzt hin. Also los. Du setzt schon mal den Absud an. Ich besorge den Speichel. Den müsste ich in seiner Suppe finden. Meinst du, der Wicht verkauft dir einfach was? Im schlimmsten Fall bringe ich die Speicheldrüsen mit. Die müssten es auch tun. Ich dachte schon, du wolltest ihn bitten, in ein Reagenzglas zu spucken. Ja, die Speicheldrüsen wären wunderbar. Also, bis später. Ja, bis dann. Ich fange mit ein paar Büchern an. Bücher? Ich dachte, du machst den Absurd. Wir brauchen da noch eine Zutat. Aber die muss man erst mal kriegen. Hoffentlich kann ich eine Alternative finden. Gut. Viel Glück. Dir auch, mein Freund. Da fehlt jetzt also doch noch was. Und ja, zur Not bringe ich die ganzen Löffel mit. Ich dachte, jetzt braucht nur der Speichel. Emil Regis. Ach, jetzt wissen wir auch mal seinen Vornamen. Emil. Jetzt lasst uns doch mal ganz kurz Emil durchlesen. Warte. Hier. Ewald. Verdammt, irgendwo ist er. Ihr habt mir schon gesagt, dass er hier ist. Aber das ist alles quasi neu. Ich glaube, durch den Patch ist irgendwann mal alles resettet worden hier. Keine Ahnung. Emil. Regis. Ah, wir werden den schon finden. Der Irre. Everek. Olgiert, ja. Das war was. Shani, oh. Divest? Oh Gott, Divest hat man schon ewig nicht mehr gesehen. Anna? Birna? Verdammt. Regis, komm, wo bist du? M hier? Geralt von die Riva. Ja, das ist selber ein Eintrag. Finde ich auch nicht schlecht. Philippa? Triss? Verdammt, ich hab ihn irgendwie verpasst. Scheiße. Hinda, ich werde ihn doch wohl finden hier. Bettlerkönig. Hugo Hoff? Herr Mann. Nee, irgendwie nicht. Ich finde ihn nicht. Everick. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen.
Es tut mir leid. Ich finde ihn bloß gar echt nicht. Also das... Tja. Ich finde ihn nicht. Verdammt. Gibt's nicht. Gibt keinen. Doch hier. Hier ist er doch. Ah, der hat einen ganz langen Namen. Emir Regis Ruhel Terziev Godefroy. Oh Gott. Na gut. Legt euch zurück. Holt euch Chips. Geralt verfolgt Ritter Miltons Mörder mit weder Entschlossenheit. Diese Jagd endete damit, dass Geralt einem sehr gefährlichen Feind gegenüberstand. Der Mörder führte Geralt zu einem alten Lagerhaus, wo er ihn in eine Falle lockte. Ein bitterer Kampf entbrannte, bei dem Geralt im entscheidenden Moment von Regis gerettet wurde, einem höheren Vampir und einem alten Freund. Hier sollte ich erklären, dass Regis vor 20 Jahren zu Geralts Mitreisenden zählte. Ich gehörte ebenfalls dazu. Wer schreibt denn das? Unbekannt. Und mit uns gemeinsam aufbrach und nach Ciri suchte. Gemeinsam bestanden wir viele faszinierende Abenteuer und Regis erwies sich als loyaler Freund, bei dem oder dem man sein Leben anvertrauen kann. Traurigerweise endete die Expedition für Regis auf tragische Weise. Er wurde von Vilgefortz getötet. Sieh an. Und von ihm blieb nur noch ein nasser Fleck übrig. Daher kommt das. Aber wie ist er denn zum Vampir geworden? Wenn er da noch menschlich war und dann ist er halt von Vilgefortz getötet worden? Wie kam es dann, dass er ein Vampir wurde? Und wie hat er sich aus diesem Fleck neu geformt? Oh Gott. Deshalb war der Hexer äußerst erstaunt, seinen alten Freund wiederzusehen. Schließlich war Regis damals von seinen Augen gestorben. Aber schließlich war dies nicht Regis letzter Tod und auch nicht sein erster gewesen. Ah, okay. Als junger Mann war Regis ein Freigeist gewesen und hatte dem zügellosen Bluttrinken gefrönt. Sein Lebensstil führte dazu, dass er von verärgerten Dorfbewohnern abgeschlachtet wurde. Er brauchte 50 Jahre, um sich davon zu erholen, was für einen Unsterblichen jedoch so gut wie keine Zeit ist. Als er sich vollständig erholt hatte, hörte er für immer mit dem Bluttrinken auf. Jahrelang hatte er gedacht, er wäre für immer, von uns gegangen. Doch nun stand er im Lagerhaus am Hafen vor Geralt. Regis erklärte, dass er sich wieder erholt hätte und nach Toussaint gekommen war, um Detlef einen Freund zu suchen. Das waren die dramatischen Umstände, die Regis und Geralt in Beauclair erneut zusammenführten. Sie konnten ihr Wiedersehen jedoch nicht lange genießen, denn sie hörten, wie sich eine weitere Person näherte. Da Regis ein Zusammentreffen mit aufgebrachten Menschen vermeiden wollte, verabredete er sich zu einem Treffen auf dem Friedhof, wo sich Regis vorübergehend häuslich niedergelassen hatte. Echt so ein Klischee. Geralt suchte den Mer Lachelons-Friedhof und die Krypta auf, in der Regis nicht nur wohnte, sondern in die er auch in eine gut ausgestattete Alchemiewerkstatt umgewandelt hatte. Sie begannen sich zu beratschlagen. Regis war der Ansicht, dass sein Freund in großen Schwierigkeiten steckte. Als sie merkten, dass sie ähnliche Ziele verfolgten, wollten sie sich zusammentun und gemeinsam den Vampir Detlef ausfindig machen, der sich im Herzogtum inzwischen als das Beast von Beauclair einen Namen gemacht hatte. Geralt erfuhr auch, wie Regis wieder in die Welt der Lebenden zurückgefunden hatte. Niemand anderes als Detlef, den sie suchten, hatte ihm dabei geholfen. Vor diesem Hintergrund bestand Regis auf eine friedliche Lösung für das Detlef-Problem. Das kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Geralt und Regis waren beide der Meinung, dass sie Hilfe benötigten, um Detlef zu finden und ihnen der Trank der Resonanz dabei behilflich sein würde, ihn zu brauen. Ja, oder um ihn zu brauen, benötigte Regis Körpergewebe des zu verfolgenden Objekts. Glücklicherweise hatte Geralt zuvor eine abgetrennte Hand gefunden, die dem Mörder gehörte. Eine weitere Zutat wurde für das Brauen des Trankes der Resonanz der Speichel oder die Speicheldrüsen eines Fleckenwichts benötigt. Regis informierte den Hexer, dass sich eine solche Kreatur in der Gegend aufhielt und schickte ihn los, um sie zu jagen. Fleckenwicht. Ach scheiße, jetzt müssen wir auch noch den lesen. Was ist denn das? Ein Geistern oder wie? Hilms? Ach, das waren diese komischen Typen, die einen immer in Trance gesetzt hatten, ne? Ätherische Erscheinungen? Sowas hatten wir mal? Okay. Insektoide, ja, können wir jetzt lange suchen.
Krabbspinnenkonstrukte vielleicht? Nee, Nekrophage. Fleckenwicht. Ah, ist ein Nekrophage. Die beste Verteidigung gegen Fleckenwichte besteht in Ruhe und Stille. Abhandlungsfragmente über Fleckenwichte von Roderick Gillian. Fleckenwichte sind eine von Hexern praktisch ausgerottete Unterform der Wichte. Sie sind größer als ihre fleckenlosen Verwandten und verdanken ihren Namen den zahllosen Flecken und Absonderungen ihrer Haut. Fleckenwichte leben meist auf alten Friedhöfen oder fernab in der Wildnis. Es kommt jedoch auch vor, dass sie in verlassenen menschlichen Behausungen unterkriechen. Ihre größte Leidenschaft besteht darin, sich aus ihren eigenen Absonderungen eine Suppe zu kochen. Oh Gott! Wenn man sie nicht stört, sind sie nicht sehr aggressiv. Fühlen sie sich allerdings bedroht, können sie sehr gefährlich werden. Bei tiefen Temperaturen fallen sie in eine Art Winterstarre. Manche sagen, Hexer hätten eine todsichere Art gefunden, Fleckenwichte zu überwältigen. Sie soll etwas mit dem klugen Einsatz von Irden zu tun haben. Aha, aber vielleicht ist das auch nur Hexergarn. Wir haben also Igni sowie Irden und Nekrophagenöl dann. Okay, werde ich mir merken. Ja, super. Lakesh Ufur. Oder wie auch immer. Na, dann jagen wir jetzt noch ein Fleckenwicht wahrscheinlich. Aber das werde ich nicht mehr diese Folge schaffen, ihr Lieben. Das machen wir dann nächste Runde. Ich hätte mir jetzt auch mal Plötze ranrufen. Diese Zwischensequenzen hier sind auch immer der echte Hammer, ne? Du hast dann eine halbe Stunde erstmal Zwischensequenz. Das ist krass. Gut, ihr Lieben. Wir sehen uns in der nächsten Folge beim Fleckenwicht-Töten. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dann, ne? Und tschüss. Halt!